Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde One Late Night. Wir sitzen hier immer noch unterm Tisch, haben uns versteckt. Und ja, es ist ab jetzt so, dass es immer wieder mal anfängt zu kräuseln und zu machen und die Dame dann irgendwo in der Ecke zu stehen scheint. Doch wir haben sie bis jetzt noch nicht erblickt. Außer das eine Mal jetzt bei dem Ballon. Mir fiel das Wort gerade nicht ein. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was wir wirklich machen sollen. Bin da noch sehr verwirrt. Hier haben wir uns schon umgeguckt. Ich weiß auch nicht, wenn es kräuselt, läuft sie dann hier umher? Sehen wir sie? Oder ist es einfach nur der Fakt, sie steht gerade irgendwo? Oder? Bin dann noch echt, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, entweder sie steht dann einfach nur da und uns passiert eigentlich in dem Sinn eigentlich gar nichts. Okay. Warum ist das Licht hier wieder aus? Halt. Halt. Aber sie. Wir hätten sie doch bestimmt mal gesehen, wenn sie im Gang rumläuft. Das tut sie irgendwie nicht. Also irgendwie habe ich es momentan, muss ich sagen, ich habe es gruseliger in Erinnerung, dass sie irgendwie häufiger zu sehen war. Und irgendwie bis jetzt haben wir sie ja noch nicht gesehen. Die Tante. Außerdem, wie gesagt, das eine Mal, als sie uns so erschrocken hat beim Ballon. Aber momentan, ich meine, wenn es nur das Kräuseln ist, geht's ja eigentlich. Selbst für mich Angsthasen. Was ist das? Da unten hängt irgendwas. Meh. Wofür konnten wir jetzt unsere Hand verwenden? Es hört nicht auf. Ich würde gerne in die Schubladen reingucken. Hallo. Kann ich bitte aufhören zu kräuseln? Aber es kräuselt in erster Linie, wenn wir uns auf dem Gang bewegen, ne? Oder ist das jetzt schon, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Oder fängt es auch an, wenn wir irgendwie. Nee, das hat auch. Immer wenn wir auf dem Gang langlaufen. Also müsste sie vielleicht irgendwo auf dem Gang stehen und zu sehen sein, die Tante. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Kräusel. Schnarch. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Nix. 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 Tante? Okay, jetzt hat's aufgehört. Und hier finden wir nichts. Wir brauchen Batterien. Denn das Licht ist ihr Feind. Das ist immer noch abgeschlossen. Ach, die Scheiße wieder. Haben die sie wieder ausgeschaltet und wieder angeschalten? Geht's noch? Hier können wir aber nichts machen. Und wir hängen an der Tür fest. Gehen mal eins weiter. Wieso sind die Türen hier plötzlich zu? Haben wir die zugemacht letztens? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auch hier ist nichts drinne. Auf dem Flur steht keiner. Aber wir hören unser Herzschlag wieder. Ist hier irgendwo was? Nö. Nichts. Oh, dieser Herzschlag. Der macht mich schon ein bisschen nervös. Aber es ist jetzt eigentlich nichts Dramatisches. Oh, jetzt wird er schneller und da ist eine Batterie. Hallo, Space. Ja, Space. Jetzt wird er wieder langsamer, wieder schneller. Ich bin verwirrt. Befinden wir uns in der Nähe von ihr oder was soll uns das verraten? Und hier können wir die unteren übrigens nicht öffnen. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Und ich weiß auch nicht, ob es was bringt. Also ich meine.
immer mal wieder in die Sachen reinzuschauen, ob dann doch wieder was auftaucht. Scheint ja ganz so. Ich meine, zuerst hatten wir ja gar keine Batterien gefunden. Ich gehe mal hier runter. Hallo? Kann ich die Schränke aufziehen? Nein. Das sind Pseudoschränke. Okay. Tja. Herzschlag wieder schneller. Tante? Hat es vielleicht immer noch mit diesem großen Büro zu tun, dass sie dort in erster Linie rumgeistert? Ich meine, dort haben wir sie ja das erste Mal gesehen. Hallo? Verstecken? Also müssten sie doch eigentlich mal auf dem Gang laufen sehen, aber irgendwie läuft sie nie auf dem Gang entlang. Das ist irgendwie verwirrend. Na, die obere können wir nicht machen. Können wir uns hier bewegen? Nee, wir können nicht laufen. Wir können nicht, also wenn man unter dem Tisch sitzt, ist natürlich klar, man kann nicht unter dem Tisch langrobben. Man kann nur an einer Stelle verharren. Tja. Ich komme mal vor, ich riskiere jetzt einfach mal gucken, ob was passiert. Da ist eine. Wir können durch die Wand durchfassen. Keine Tante da? Wenn man das jetzt wegnimmt, steht bestimmt ein Gesicht entgegen. Nein. Oh, doch. Seht ihr sie? Also sie läuft nicht umher, sie steht nur irgendwo rum. Hängt das damit zusammen, dass die Tür zu ist? Kommt sie nicht raus? Hat sie nie gelernt, wie man Türen öffnet? Ich meine, das wäre ja praktisch. Das heißt also, sie steht nur rum, wenn die Musik ertönt. Das heißt, wir können nicht irgendwie aus Versehen um die Ecke laufen und ihr begegnen. Nom, nom, nom. Das ist ja schon mal gut. Hier unten kann man nicht. Nein. Da nirgendwo. Ich glaube, wir haben eigentlich schon alle Batterien gefunden. Das Büro vom Chef wäre höchstens noch. Yay, Müll. Ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr viel Auswahl. Bis jetzt ist irgendwie auch noch nicht viel passiert, muss ich ehrlich zugeben. Also hätte ich jetzt irgendwie, ich habe das irgendwie beschissen in Erinnerung, das Spiel. Bösartiger. Und nicht so, dass man einfach nur, ach ja, guck mal, da hinten steht einer. Ich bin selber etwas verwirrt. Und ich hoffe, es wird kein absoluter Reinfall. Upsa. Aber abwarten. Ich meine, das ist ja jetzt erst die vierte Folge, ja. Da kann ja noch ein bisschen was passieren und kommen. Ich meine, Ziel wird es ja letztendlich sein, hier irgendwie rauszufinden, beziehungsweise das Geheimnis um die Alte zu lüften. Hier hinten kann man es verstecken, ja. Und da auch, oder? Ja. Okay. Gut. Da wird nichts sein. Denke ich mal im Bad, also. Nee. Ja, ach, die macht immer wieder das Licht aus. Kann das sein? Wir haben doch überall das Licht angemacht. Oder wird das nicht mitgespeichert, ob Licht an ist oder nicht? Hier können wir nichts dran tun. Ich verstecke mich mal hier unten drunter, damit wir wieder mal an alles rankommen. Ich frage mich halt, ob sie sich nähert, wenn man sich nicht versteckt. Und ich bin geneigt, es auszuprobieren. Säule. Ein Smiley. Bin geneigt, es auszuprobieren, weil ich mir denke,
Vielleicht steht sie auch nur rum und es passiert nur was, wenn man sie sieht. Oder kommt sie einfach reingelaufen? Ich test's mal. Hallo. Oh Gott. Oh, da ist sie. Jetzt hat's uns zerrissen, oder was? Huch, was ist jetzt passiert? Habt ihr das gerade verstanden? Also sie sucht uns schon auf und steht in der Nähe. Jetzt stand sie ja außerhalb. Alter Schwede. Jetzt erkennt man ja gar nichts mehr. Also sie merkt schon, wo man ist. Und wenn man rauskommt, dann steht sie auch irgendwo in der Nähe. Habe ich so das Gefühl. Oder es war jetzt gerade Zufall. Aber wenn man sie sieht, wird es halt heftiger. Man erkennt ja gar nichts mehr. Steht die noch dort, oder? Ich kann es halt leider überhaupt nicht deuten gerade. Ist das jetzt so eine Nahtoderfahrung, die wir haben? Hört es irgendwann auf? Hallo. Ha. Haben wir sie unterbrochen? Ich wollte gerade sagen, haben wir sie etwa in ihrem Angriff unterbrochen, weil wir gerade in dem Moment wieder runtergerobbt sind, wo wir sie erblickt haben? Dass es deswegen so lange gedauert hat, oder? Sobald sie uns sieht, macht sie Jagd auf uns, oder? Wie darf man das jetzt deuten? Natürlich. Nichts. Weit und breit nichts. So. Würde ich sagen, ich gehe mal zurück speichern. Sofern die Alte jetzt nicht schon wieder irgendwo gleich auftaucht im nächsten Moment. Ich lauf mal. Oh, voll zügig, voll am Sprinten. Ole, ole. Voll schnell. Unfassbar. Dim, 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 dim. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, was wir machen müssen in dem Sinne gerade. Sie begegnet uns immer wieder, ja, schön und gut, aber was ist unser Ziel? Wie? Echelon. Safe. Game saved, okay. Gut, dann haben wir schon mal gespeichert und ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge einfach mal in dem Großbüro, dort in diesem Glasding, ob da vielleicht ein Hinweis ist. Ich meine, dort lungert es in erster Linie rum, von daher bleibt dran, bis dahin, macht's gut, tschüss.